Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Lego Star Wars, die komplette Saga. Ja, wir sind jetzt schon, jetzt im vorletzten Film angekommen. Und zwar nämlich das Imperium schlägt zurück. Und, ja, wir würden jetzt einfach sofort anfangen mit Kapitel 1. Hoffentlich gefällt es euch, das Video. Wenn es auch, euch so gefällt, wisst ihr Bescheid. Einfach mal so einen Daumen droppen, ne? Das wäre ganz geil. Und, vielleicht sogar ein Sub. Ja, wenn ihr gerne weiter über diesen Kanal informiert werden möchtet, wenn was Geiles kommt. So, ja, Story. So, dann geht's jetzt mal auf ins Gefecht mit Baller. So. Können wir wieder zurück? Ne, können wir nicht. Ah, wir müssen. Wir müssen die so lang ziehen, ich verstehe. Nein. Nein, aber. 2 von 10. 3 von 10. 4. Verdammt, die Kleinen müssen wir hier auch abballern. Stimmt, voll vergessen. Ja, mit den Aufgaben ist das immer so eine Sache, ne? Manche dauern länger, manche gehen ein bisschen schneller, aber manche sind auch ein bisschen vielleicht so rätselhafter. Oh wow, krass. So. Nicht schlimm. Wir kümmern uns ja jetzt erstmal um diese dämlichen AT-STs. So. Haha. So, jetzt können wir eh alles abballern, was uns in den Weg kommt. Oh, stimmt, voll vergessen. Und zwar, wir haben ja noch unsere Extras. Extras ein- aus, sich erleichtern. Ach, falls wir irgendein Tier finden, fliegen, je nachdem. Superschlag, Münzmagnet. Mehr haben wir eigentlich. Und fortsetzen. Kleine Huren-Dinger. Wie Wespen, die sind genauso nervig. Definitiv Eisen habe ich. Oh Gott. Und schon wieder habe ich keine Fenster mehr. Oh, okay, alles klar. Jo.
wirklich nervig. Die hat immer so nervig in Erinnerung, ne? Ja, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Oh, 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 oh. Jo. Er rollt weiter. Er rollt weiter. Rollt er rechts runter? Nein, 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 nein. Aber wir müssen nämlich jetzt das hier wegmachen. Ja, wir haben es, wir haben es. Okay, perfekt. Ah, genau, wir greifen unseren Schildgenerator an. Das ist natürlich sehr schlau. 2 von 10? Das war nicht, wo ich den anderen gekillt haben, ja, beziehungsweise wo ich den eingesammelt haben, ja, gut, okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Ja, okay, so super sonderfähig kriegt man da jetzt nicht was, ne? Gar nicht, ob das jetzt hier mitunter wichtig ist, um True Jedi zu bekommen. Warte mal, ich finde das gerade ein bisschen laut hier. Effekteinstellungen. Grafik. Option. Ah, so jetzt aber. Also da war einer. Aber egal, wir nehmen erstmal den da vorne. Ich will einfach nur mal gucken, wie viel das jetzt so bringt. Ob das so etwas bringt. Naja, okay. Wow. Okay. Das brauche ich nicht unbedingt machen. Wir fliegen jetzt weiter. Okay, das ist gerade heavy, dass es echt so krass geleckt hat hier. So. Nein, 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 du berührst ihn, oder? Ich wusste es, er berührt ihn. Bumm! So! AT-AT auch schon mal down. Müssen wir schon mal um eine Sache weniger kümmern hier. Upsala. Ah, okay. Und los geht's. Ja. Sehr schön. So, noch einmal einsammeln. Dann das da zerstören. Dann müssen wir nämlich da hinten auch nochmal durch. Noch mehr Sachen zerstören und dann nochmal Sachen zerstören. Also das ist so ist der Plan hier jetzt. Jo, die Explosion zerstört mein komplettes Schiff. Ist klar. Da sind noch einige. Na, ich weiß nicht, ob ich an so vielen ATS da hinten so vorbeikomme. Ah, warte mal, die kommen schon zu mir. Perfekt. Einfach draufballern. Oh, sehr schön. Nicht so schlimm. Die kriegen natürlich noch eine Menge andere Chancen, falls wir es nicht einsammeln können. Den wegballern hier, den wegballern und der ist auch noch. Okay. Und los geht's. Weil der ist nicht ganz böse. Und nein, no, nein. Ah, no. Ist er verloren? Oh, ich hab was gefunden. Ich krieg die nicht mehr raus, oder?
Nö, den kriege ich nicht mehr raus. Ganz große Klasse. Oder vielleicht nur langsam und nicht so schnell ziehen. Wer weiß. Okay, Leute. Man kann nicht immer alles mit Gewalt machen. Ja. Da muss man auch mal ein bisschen mit Gefühl ran. Wie bei einer Frau. Genauso wie ich das jetzt mache. Und dann auf einmal wild. Also hier lernt ihr auch noch ein bisschen was. Für später. So, und jetzt könnt ihr mit vollen Karacho einfach voll auf sie zufliegen. Nein, dazu mache ich jetzt kein Anspiel. naja, okay, es sind 13.000, also das ist echt eigentlich nicht viel. Und wenn ich jetzt mal so überlege, man müsste hier eigentlich eine Menge wegballern. Wirklich eine Menge wegballern von den Teilen, damit es sich überhaupt lohnt. Das weiß ich nicht so, okay. Ich schau noch einfach mal kurz so. Jo. Da vorne, die Dreierreihe, die sieht schick aus. Toll. Na okay. Macht den Kohl auch nicht wirklich fett. Na, dann gehen wir einfach weiter. Muss hier auch irgendwelche lang ziehen? Nee. Oh wow, die haben mich. Ah nein, die sind nicht gut. Die müssen mich jetzt die ganze wieder hier nochmal neu einsammeln. Spielt nicht mit meinen Gefühlen. Okay, 6 ATS hieß? Ja, scheint so. Oh nein, ein paar mehr. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, wir kriegen das hier nicht alles voll, oder? Jetzt sind wir gerade bei 19.000. 13.000 hatten wir fast die Hälfte gehabt, also von daher. Ja, das glaube ich nicht so gut. Ja, wir kommen da nochmal in irgendwie einen anderen Abschnitt rein. Bin ich tot? Können wir noch ein bisschen ein? Okay, noch zwei. Da ist einer. Ich hätte nicht eingesammelt, ne? Okay, alles klar. Ja, natürlich, der hättet mich. Das war so klar. Jo, wie die mich alle hier dumm hätten. Jo! Alles klar, kein Problem. Ja, ich weiß, ich habe ihn wieder entwickelt, aber was soll ich machen? Ich meine, soll ich mich jetzt hier wieder killen lassen aufgrund von diesem kleinen Superdruiden hier?
Ist ja, begehe ich lieber Harakiri. Von dem Leute killen zu lassen. Ah, nein. So, jetzt einfach nur Tasten spam. Tot. Ah, nein. Ups. Nein. Und okay, alles klar. Passt. Oh, das, ich glaube, das war mit hier eines. Also, nicht längsten, aber der sich ziehenden Level von Lego Star Wars. Man hat das Gefühl, ja okay, hey, da hat die erste Welle bestanden, die zweite Welle, also nach der dritten von den zwei AT-ATs, jo, das war's. Und auf einmal, so out of nowhere, nochmal eine Welle. Bam, oh okay, alles klar, bam. Ah, okay. Das soll jetzt ja noch relativ easy sein. Ich glaube, das war's. Wir haben's. Okay, also das ist definitiv, wo ich glaube ich gut drauf verzichten konnte, jetzt nicht unbedingt True Jedi zu werden, weil sonst wären wir jetzt noch die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich damit beschäftigt, diese dämlichen Kugeln da überall rumzuschieben. Ich meine, ne, 80% ist nicht schlecht. Ja, ich meine, klar, wir hätten hier auch gleich 100 bekommen können, aber wenn man so oder so später dann vollkommen durchrennt einfach, dann hat man es hinter sich. So, 48 von 160 Goldstutz. Stutz. Und ja, an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen von Lego Star Wars und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.